Alexei, Bexi. Oh, nam, 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 nam. Und willkommen zu einem neuen Review meinerseits. Das war eine Parodie auf die Harry Potter Parodie von Psychic Pebbles Wingardium Leviosa. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Na, wie ihr sehen könnt, vor mir liegt ein Karton. Und es ist etwas. Nur was? Heute kümmern wir uns mal ausnahmsweise um etwas Neues. Und zwar um ein Smartphone. Ihr habt wieder gefragt, Alex, nimm doch auch mal Handys, die nicht nur 1000 Euro kosten. Klar, deswegen bin ich hier. Dieses Ding hier von Hisense. Hisense? Hossert! Ich glaube Hisense. Das G610M liegt nämlich heute vor meiner Nase. Und zwar ist das ein günstiges Outdoor-Smartphone mit Android. Wobei das Outdoor dann auch wieder Definitionssache ist, denn jeder macht ja andere Outdoor-Aktivitäten. Nennen wir es deshalb erstmal robust. Und für 230 Euro von einem fernöstlichen Hersteller ist das auf jeden Fall schon mal eine Ansage, die auf jeden Fall mal angeguckt werden sollte. Und deswegen sind wir hier und finden gemeinsam heraus, ob das alles Bullshit ist oder ob sich das Ding tatsächlich lohnt. Das packen wir erstmal beiseite. Wir kümmern uns mal darum, was hier noch so drin liegt. Ein SIM-Karten-Dummy. Plastik. HSG 610 User Manual. Ja. Oh, die Buchstaben habe ich schon mal gesehen. Garantiekarte. Ja. Zubehör, immer super. Micro-USB-Kabel. USB-Ladestecker in normaler Größe. Oh, sogar mit eigenem Aufdruck drauf. Und ein Headset. Aber die Cheapness kann nur ich fühlen. Nein, ernsthaft, da gibt es wesentlich bessere Headsets, die auch bei günstigeren Smartphones mittlerweile dabei sind. Das hier ist leider ein Fehlgriff. Kümmern wir uns also weiter um unser Device. Das ist nämlich das Handy, das jetzt neu von Hisense. Nein, es ist nicht. Und zwar dieses Gerät. Und wie ihr sehen könnt, all die Kratzer hier vorne, die stammen nicht von mir. Oh nein. So kriegt man heutzutage Testgeräte geliefert, um sie im hübschesten und schärfsten 4K präsentieren zu können. Das hier ist ein Smartphone. Und was fällt beim ersten in die Hand nehmen auf? Es ist leicht mit 146 Gramm und groß mit einem 5-Zoll Display. Klar. Aber aufgrund der runden Ecken am Gehäuse, die auch noch gummiert sind, liegt das Telefon sanft in der Hand. Und das ist heutzutage gar nicht so selbstverständlich, wenn immer alles dünner und scharfkantiger gläsern und Aluminium werden muss. Hier ist es eben eine Mischung aus Gummi, Kunststoff bzw. Kunstleder und Metall- bzw. Aluminium-Akzenten. Hörmuschel, Frontkamera mit 5 Megapixel und hier unten die Soft-Buttons für Android. Auf der Oberseite findet ihr Gummi und den 3,5 mm Headset-Anschluss. Auf der rechten Seite Lautstärke-Wippe, Standby-Schalter und Dekoration. Auf der Unterseite Micro-USB und Mikrofon. Auf der linken Seite Dekoration und das Logo. Ist das nicht schön? Im Gegensatz zu manchen anderen Herstellern, wo das Logo vorne, hier, vorne, da, an der Seite, oben, hinten, dreimal und sonst auch innen drin 50 Mal zu sehen ist. Auch noch auf einer Klappe. Und zwar folgende Klappe. Da müsst ihr hier oben mit dem Fingernagel mal reingehen. So, dann macht ihr sie auf. Und was sehen wir? Dass ihr hier eine Micro-SIM und hier eine Micro-SD-Karte reinstecken könnt. Maximal sind momentan 32 GB möglich. Warum? Das weiß nur der liebe Gott, der hoffentlich Hisense gnädig ist. Dichtet gut ab. Das heißt nicht nur draußen, wenn es regnet, sondern eben auch, wenn man unter der Dusche gerade zu tun hat. Und die Rückseite ist aus Kunstleder. Hier in dem Falle in schwarz und hat eine umlaufende Naht. Die Rückkamera mit Autofokus, 8 Megapixel Auflösung und Videoleuchte bzw. LED-Blitz. Und das war's auch schon zu den Äußerlichkeiten des Hisense G610M. Ich finde Name irgendwie griffiger. Wärst du mit Gallo? Hisense Gallo. Das heißt jetzt auf Spanisch oder in irgendwelcher anderen Sprache bestimmt irgendwas ganz Furchtbares, aber für mich ist es jetzt der Gallo. Nein, lass mir lieber, bevor ihr denn der Amazon durchstöbert nach Gallo sucht und keine Ahnung habt, was ihr da überhaupt guckt. Das Spannende ist ja immer gerade bei so Fernost-Handys, dass manchmal die Töne und Benutzeroberflächen oder Kleinigkeiten anders sind als Handys für oder aus der westlichen Kultur. Und gerade bei Hisense dürfen wir jetzt mal gespannt bleiben, was hier so passiert, wenn wir das Ding mal anpowern. Wie schon erwähnt, jetzt könnt ihr die Soft-Buttons sehen. Und natürlich gibt es auf der Standby-Seite auch individuell konfigurierbare Shortcuts. Kann man natürlich auch mit dem Code sichern oder Muster oder weiß der Geier oder mit Geschlechtsteilerkennung. Und was sehen wir? Android 4.4.4. Eine Update-Möglichkeit auf 5.0 oder gar 5.1 oder sogar 6.0 gibt es nicht und habe ich auch nichts zu gefunden. Das heißt also, wir müssen auf bekannte neue Features der 5.0er, 5.1er bzw. 6er Generation verzichten. Und da das ja einige sind, kann ich die hier nicht alle aufzählen. Ihr müsst euch leider selber zusammen googeln, weil sonst dieses Video explodieren würde. Was ist das Offensichtliche? Wir haben natürlich die typischen Google-Apps mit an Bord, die man auch auf die neueste Version aktualisieren kann. Und wir haben kein App-Drawer, sondern alles, was an Apps bzw. Games auf dem Telefon liegt, ist
auf dem Desktop bzw. auf den Desktop-Seiten abgelegt. Denn in Ordnern wie Hot App, die von Haus aus mit dabei sind, oder eben auch Werkzeuge, die auch von Haus aus mit dabei sind. Es gibt so Kleinigkeiten, die vielleicht ganz nett sind zu zeigen. Doch damit ihr wisst, womit wir es hier zu tun haben, mal ganz kurz ein paar technische Facts. Und zwar, das ist ein 5 Zoll HD-Display, IPS-HD-Display mit Gorilla-Glas unter einer Auflösung von 1080x720 Pixeln. Und auch zum Thema Darstellungsqualität, das heißt also Blickwinkel, Stabilität, Schärfe, Helligkeit oder auch Farbwiedergabe, finde ich dieses Display tatsächlich sehr gelungen. Neutral, aber trotzdem noch leuchtstark und hell genug, dass man im Tageslicht sogar noch was sehen kann. Innen drin werkelt der Snapdragon 410 Quad-Core mit 1,2 GHz und 2 GB Arbeitsspeicher. Und alles, was hier dann drauf abgelagert wird an Videos, Bildern, Apps, Games, wird auf dem 16 GB internen Speicher abgelegt, der aber im Endeffekt nur 10 GB beträgt, weil ihr ja wisst, da muss ja immer ein bisschen noch was drauf vom System her. 10 bis 12 GB sind es dann am Ende. Ob das auch noch eine Adreno 306 GPU verbaut ist und was das alles an den technischen Einzelheiten bedeutet, das zeige ich euch jetzt mit einem kleinen Benchmark-Ergebnis. Magie. 485 im Single-Core und 1427 im Multicore-Score. Wunderschönes Denglisch. Und wenn wir schon beim System sind, können wir noch mal kurz auf die kleinen Details eingehen, die Hisense in das Android 444 reingebastelt hat. Und zwar finde ich persönlich ja ganz nett, dass hier Augenmerk auf Datenschutz bzw. auch auf Mobilität gelegt wurde. Denn wir haben jetzt zum Beispiel eine kleine App oder einen Eintrag namens Firewall. Dann steht da nicht nur ausführlich, wen oder was wir aus unserem Leben ausschließen möchten, sondern wir haben auch die Möglichkeit, direkt über die Einstellung zu sagen, Berechtigungsverwaltung oder auch Selbstausführungsmanagement ist ein bisschen merkwürdig übersetzt. Oder könnt ganz genau hier jeder App zuweisen, was wie wo zugegriffen werden darf. Ziemlich nice. Ja, hier auch so ein Ding mit der Übersetzung. Displaysperre, kein Spur. Oder nicht Systemanwendungsverhalten wird. Wo war das? Oh ja, hier. Genau. Der Initialisierungsmodus, freier Speicherplatz, 18 Stunden, 36 Minuten. Hä? Klickt man da drauf? Energiesparmodus. Aha. Gewöhnliches Speichern. Telefon, kurzes Interesse. Ja. Wer danach nicht ein bisschen irritiert ist, weiß ich auch nicht. Aber trotzdem eine Möglichkeit, eben solch eigene, von Hisense eigens reingesteckte Widgets zu nutzen, ist eigentlich ganz nett. Wie zum Beispiel hier dieses Datenvolumen-Widget. Glas, Standard, Drehen, Würfel außen. Ach, schöne Spielereien. Naja, darf sich Android glücklich schätzen, dass sowas drauf ist. Oh ja. Oh, wo ich gerade Bilder sehe, da wird es tatsächlich mal Zeit für das Thema Kamera. Wir haben eine 8-Megapixel-Hauptkamera mit Autofokus, aber ohne Bildstabilisierung. Und wir haben eine 2-Megapixel-Frontkamera. Das heißt, die Hauptkamera kann Videos in Full HD schießen und die Frontkamera Videos in 720p. Und wie ist die Bildqualität? Ja, ihr werdet lachen, aber für ein 230-Euro-Smartphone ordentlich. Klar gibt es so die typischen Probleme, eben dass, wenn es dunkel wird, das Ganze rauscht, die Farben verfälschen und auch nicht mehr so scharf wird, wie man es gerne hätte. Aber das, was von Haus aus dabei ist, ist im Foto- wie im Videomodus schon ordentlich. Und das, was an manuellen Einstellungsmöglichkeiten noch dabei ist oder manuellen Effekten, ist leider Spielkram. Und die einzelnen Fotoeffekte, wie beispielsweise HDR oder weiß der Geier, habt ihr, wenn ihr in den Videomodus rüberwechselt, komplett nicht mehr. Oh, sonst noch mit dabei? Natürlich die Klassiker. Bluetooth 4.0, WLAN, BGN, GPS, LTE K2 und dieses Dolby Stereo ist eigentlich... Es wird nur ein bisschen lauter. Mal kurz putzen und... womit fangen wir an? Ich bin für Produkthandbuch. Und wie ihr sehen könnt, PDFs bzw. Apps werden schnell, zügig geladen. Ihr seht ja also die 9-Gag-Seite. Scrolly, scrolly, scrolly. Oh, wir machen mal hier nochmal eine GIF auf. Eine Jive. Einmal drauf tappen und wird sofort geladen. Need for Speed in der aktuellsten Version. Und was sehen wir hier? Das Spiel läuft gut, das heißt flüssig, nicht zäh. Und man könnte fast meinen, es macht Spaß. Ganz anders als bei einem Octa-Core Babyphone. Skisafari 2. Oh, kaputt. Ich brauche noch einen Pinguin. Oh, ich reite diesen Pinguin. Das ist gut. Nochmal. Oh ja. Und jetzt versuchen wir einfach mal aus Jux und Dollerei per Multitasking wieder zurück in Need for Speed zu gehen. Boop, boop. Und zwar so. Und. Boom. Need for Speed läuft da weiter, wo wir eben rausgegangen sind. Bleibt also im Endeffekt nur noch eine Sache, und zwar der Akku. Innen drin werkelt ein 3000 mAh Akku. Und wenn wir da einfach mal auf Akku klicken, könnt ihr selbst sehen, dass die Laufzeit eigentlich ordentlich ist. Und im Schnitt kriegt ihr eigentlich eine Akkulaufzeit von 2 Tagen gut hin. Hardcore-User, die ordentlich zocken, die werden wohl am Ende des Tages ihr Ladegerät aufsuchen müssen. Also seitens Akku meinerseits
Gut. Was lernen wir daraus im Endeffekt? Das Hisense G610M ist für das Geld, das heißt für die 230 Euro, wesentlich ordentlicher als beispielsweise ein Babyphone für 250 Euro. Ja, es ist nicht aus Alu und Glas, ja, es hat kein 4K, kein AMOLED, kein Hexacore, Octacore und hast du nicht gesehen. Dafür aber ein rundes Gesamtpaket mit sinnvollen Abstrichen, die euch im Endeffekt Effizienz bieten und Mobilität gewährleisten, weil der Akku zum Beispiel dann viel länger hält. Leute aber, die natürlich extrem multimedial unterwegs sein wollen, naja, was sind eure Meinung zu diesem Telefon? Habt ihr es selbst oder zu solchen Telefon dieser Preiskategorie oder technischen Ausstattung? Schreibt es in die Kommentare, lasst uns darüber quatschen und wir sehen uns dann spätestens am Mittwoch oder am Sonntag zu einem neuen Video wieder. Und bis dahin nicht vergessen, auch hier die Social Media Plattform abzuchecken für immer noch neue News, die ihr hier sonst auf dem Kanal verpassen würdet. Und für weiteren Schubilubi und so. Ach ja, Abo dalassen. Tschüss. Ach ja, und die Kollegen kriegen das jetzt noch zerkratzter zurück.